Ja, moin und willkommen zurück im Haunted Hotel. Da sind wir wieder. So, was willst du denn von uns? Hallo? Du willst gar nichts, ne? Aber das dann nehmen wir erstmal mit. Okay, so, was können wir hier noch machen? Hier gibt es einiges zu untersuchen. Das nehme ich mit. Davon nehme ich nichts mit. Hier kommt was rein, was wir aber noch nicht haben. Da kommen die ganzen Stäbe. Oh, hier, guck mal, was wir da haben. Picture Pieces, yeah. Three stars fit in those slots. Wie bist du nur drauf gekommen? Und der guckt mich immer noch an. Wow, hier kriegen wir aber viel auf einmal. Und da weiß ich, wo die reingehört. Da gehört sie nicht rein. A flat tool. Da haben wir ein flat tool? Nein, wir haben kein flat tool. Die Nummer 13, wer hätte das gedacht? He is following me. I hear their voices all night. They won't let me sleep. I think I saw someone today. I need a place to hide. The previous owner was terrified of something. This hotel is way more mysterious than I thought. Müsstest du nicht allmählich dran gewöhnt sein? Ich meine, das scheint ja irgendwie so dein Job zu sein, ne? Hier mit Hotel. Das ist. Oh, warte mal, das Hotel kennen wir. Das kenne ich. Das ist aber nicht das hier, ne? Nee, ich erinnere mich an den Brunnen. War hier hinten noch so ein Durchgang oder so. Aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber ich meine, das ist nicht dieses hier. Oder habe ich nur nicht ausreichend aufgepasst? Auf jeden Fall regnet es wie blöd. Das ist schade. Nun gut, also. Eben habe ich noch gesagt, ich weiß, wo das reingehört. Also hier jedenfalls nicht. Wo war denn das noch? War das nicht hier unten? War das nicht da im Keller? War das nicht da hier? Nee, da, hier war es nicht. Hier war es. So, guckst du. Und da ist nämlich, ja. Was ist das denn? Solvent. Was ist denn Solvent? Und schon lassen mich meine Englischkenntnisse wieder im Stich. Können wir das denn nicht einfach kaputt machen? Ich meine, bitte, wie es hier aussieht, da kommt es auch wirklich nicht mehr drauf an. Naja, okay, wohl nicht. Hier kommen wir nicht ran. Hat da jemand geflötet? Immerhin brennt hier ein Kamin. Völlig sinnlos. Oh, it's frozen to the wall. Some hot water will thaw it. Ja, hier. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, ja, schade. Gut, aber einen Kamin anzumachen in einem Raum, wo Wein gelagert wird, ist vielleicht nicht die beste Idee. Brush. Brush me, Tinder, brush me too. Komme ich noch nach draußen? Ich komme nach draußen. Jetzt sag nicht, das ist das Hotel. Ja, sehe ich nicht. Gut, also. Weiter. Was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn mit Solvent? Nee, hier nicht. Auch nicht. Schade. Ja. I can't scratch that off. Ja, aber hier, guck mal. Schade. Nein, wird nichts. Gut, kann ich hier irgendwo improvisieren? Das fände ich sehr gut. Leider auch nicht. Hier kann ich auch nichts improvisieren, ne? Nee, natürlich nicht. Das habe ich mir nur gedacht. Ups, warte. So. Ja, nee, das wird nichts. Na gut, schade. Okay, das heißt, wir kommen tatsächlich nur hier weiter. Brush, nee. Hier soll die 13 ran. Weiß ich nicht. Hier kann ich die irgendwie aufklöppeln? Nee. I can't turn on the water without a handle. Natürlich. Ja, hä? Und schon stehe ich auf dem Schlauch. Was ist denn bitte Solvent? Ich könnte das jetzt googeln. Könnte jetzt so tun. Nee, nicht googeln. Das andere. Leo. Oder Diepeln. Ah, something related to wine, vermutlich. Aber nicht hier. Okay. So, lass mal gucken. Wo sind wir denn? Wir sind hier. No current task. Current task haben wir in First Floor Corridor. Aha. Das ist nicht cheaten, habe ich mir sagen lassen. Ne? So, okay. Hab ich denn irgendwas noch nicht gesehen? Da unten, guck mal, da steht ja schon so ein Farb. Ist auch ein Wetterchen. Da unten steht ein Eimer, aber das scheint hier nichts damit zu tun zu haben. Rot-grün, das hier wird noch interessant. Kann ich aber auch nicht aufklöppeln. Okay, dann haben wir noch den hier. Stellt mir aber schon fest. Nein! Lüger brauche ich. Warte mal, ich habe ja noch was am Start. Nee, ist nichts. Okay,
Kann ich das hier einfach dagegen klappen, solange bis es aufgeht? Okay, und dann ist nur noch das hier da. Was echt jetzt? Ernsthaft jetzt? Nicht ein. Nein, komm schon. Echt jetzt? Echt jetzt? 0 von 1. Okay, cool. Nein. Nein. Die unendlich. Und ah, das und das hier und noch was und das Gekritzle da und die 2 und das da. Wer sind denn die beiden da? Great work. Da kommt ein Papier raus, weißt du? Natürlich. Okay, alles klar. Klar. So. Und jetzt öff X. Uhrenglas und Z. Yeah, und hier kriegen wir richtig fettes Zeug. So, ein wie Monogramm. Wolf. Ah, ja. Wolf. Vermutlich für den Wasserhahn. Ne? Warte mal, lass mal gucken. Na, siehst du, immerhin das schon mal. There, I need a new water. I can know where to get it. Yes, das ist sehr schön. Und das Monogramm kommt hier drauf. Da ist ja. Oh, I think I have the. Ja, ich habe die andere Hälfte. Guck mal, dear Samuel, I write this letter to you as a call for help. Please promise that you will keep the secret I am about to tell you. You are my good friend and I can trust you. Leonard has showing affection to me for the last couple of months. Ja. Das ist ja tragisch. Samuel, aber wieso sieht das hier so durchgestrichen aus? Man weiß es nicht. Und jetzt ist es weg. Okay, die 3 Stars. Yeah. Oh nein. I need a strong Dingsel, um das rauszukriegen. Karen's Hairpin. Erstmal hier drin. Okay, und da wird gewimmelt. Sehr gut. Okay, na dann. Found Pairs. Find all photo fragments and collect them in the photo album. Natürlich. Und dazu muss ich die Pairs finden, ja? Okay, das kann ich aufsammeln. Okay, die kann ich nicht aufsammeln, weil das zu einem anderen Foto gehört, oder wie? Das scheint tatsächlich zu einem anderen Foto zu gehören. Gut, dann brauchen wir jetzt noch was Blaues. Und hier so einen größeren Streifen. Der ist es nicht. Die sind es alle nicht. Hier, der da. So. Und noch der finden. Nee, der nicht. Der auch nicht. Nein, das passt alles nicht dazu. Das passt dazu. Uncle Samuel and Leonard Maxwell look like good friends in this photo. At least they were when Leonard opened this hotel. Okay. Ist es schlimm, wenn ich sage, dass wir schon mittendrin sind und ich noch keine Ahnung habe, was überhaupt das Problem ist? Nee, Moment mal, da braucht es die Ecke und das da. Uncle Sam mentioned this girl once. Her name is Caroline. The way Maxwell looks at her makes me feel uncomfortable. Darum geht es also. Aha. Eifersucht und so ein Caroline and Sam were friends and always helped each other. He never told us what happened that night though. Okay. This place looks familiar. Why would anyone take a photo like this? I better check it out. Yeah, sparkling discovery. Okay, great work. Thank you. I haven't seen other guests nor Samuel yet. That is quite What the? What's going on up there? Du springst besser zur Seite, du. I think we have no other choice but go and check the room above. Look sharp. Yeah. Go to the second floor. What's happening in that room? Is some fighting? We should check it out. Natürlich sollten wir es auschecken. Vor allen Dingen, wo sind denn unsere anderen Familienmitglieder? Achso, ich muss es genau da drauf legen, ne? Dann ist es aber nicht das hier. Warte mal. Hier unten. Hier ist es, ne? Guck mal. Da steht sogar der Koffer an derselben Stelle. Wer hätte das gedacht?
Meine Güte, obwohl er erst ganz kurz vorher dazugekommen ist. Das weiß ich noch nicht, aber das hier weiß ich. Und den Pin weiß ich ja ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber du kommst dorthin. So. Schalter und ein Schneidwerkzeug, das ist gut. Pliers. Können wir hiermit improvisieren? Nein, es lässt mich nicht improvisieren. Können wir hier improvisieren? Nein, es lässt mich nicht improvisieren. Aber hier können wir doch improvisieren. Nee, wir können nicht improvisieren. Ach, zu blöd. Wie wär's, wenn du schon mal vorgehst, du? So. Hä? Das ist doch eine Zange. Oh, okay. Ist das eine Zange für unten, oder wie? Hier gibt's Wasser. Da gibt's jetzt nichts mehr. Okay, dann runter in den Keller. Hier drüben. Für, als Handle für den Aufzug, ne? Jawohl, wird hier nicht mehr gebraucht. So, und aus Gründen ist das hier noch some hot water. Okay. Ja, ist gut. Aber der Schalter, ich glaube, sowas schon mal gesehen zu haben. Aber ich weiß ich nicht. Okay, also auf jeden Fall kommen wir hier jetzt dran. So. Oh, wir fahren auch gleich hoch. Interessant. Wie bist du denn hierher gekommen? That noise came from this floor. I need your help, brother. This black mist doesn't look friendly. Think of something that will blow it away. Get rid of the mist. Natürlich. Wir nehmen erstmal das hier, ne? Weil viel wichtiger und so. Aber wenn es ein Geist ist, müsste der durch die Tür einfach durchschweben? Ich dachte, ich frag das mal. The mate's badge might fit here. Haben wir da noch irgendwas, was sich bewegt? It's too high. I need to find a way to take a closer look. Ja, ich bin eigentlich auch nur scharf auf irgendwas. Da, guck mal. Character Figurines. Black Mist. So sieht es aus. Gruselig. Okay. Da hinten ist auch noch was. Guck mal, das Sichton. Using with Arabella might be dangerous. Das nehme ich mit. Ah, hier, guck mal, wir haben 5 zusammen. Das heißt, wir sollten jetzt daran kommen, ne? Ist es nicht schön? Guck mal, und da ist Brother. Big Brother. Aber das ist ein Raum, den wir noch nicht erkundschaftet haben. Ein Raum, den wir noch nicht gesehen haben. Kommt schon noch. Ich komme gleich. Ich habe hier nur Dinge zu tun. Sorry. So. Wasser, sehr gut. Okay. Und da kommen wir auch ran. Okay, so. Und, Leonard Figurine. Da kommen wir nochmal dran. Ach nee, da muss ich noch dran. Ja, stimmt. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt hier rum. Fump. So, was soll ich tun? Move around the chessboard and ignite chess piece pattern until you have visited all spaces. You may visit each piece as many times as needed. Okay, cool. So, so, so. So, so. So hier. Da, so. So, so. Wo kann ich denn mal sehen, wie viele Sachen ich schon erkundschaftet habe? Ich sehe es nicht, ne? Kann das sein? Warte mal, so. So. Jetzt würde ich gerne dahin gehen, um in die Ecke zu kommen. Ah, jetzt leuchtet das Gelb. Okay, alles klar, dann dahin und hierhin. So. Satisfactory start. Go to achievements. Ja, okay. 3 minutes here. Ja, so. 5 hops. Ja, okay. Ja, gut. Okay, ist ehrlich gesagt nicht so wirklich wichtig. Warte mal, der Fan. Könnte ich den nicht hier unten irgendwo hinpacken? Im Zusammenhang mit dem Feuer und so? Na gut. Moment. So. Okay, erstmal da hinten hin. Das da dran gebastelt, das geht so einfach. Zack, auf 1 stellen. Wie gut, dass das hier drin ist, ne? Aber wir sollen auch ein Cup of Tea herstellen. Ich bin gleich bei dir, ich brauche nur noch ein Weilchen. So, a hot bottle of water. Krass. Und an den Kühlschrank brauche ich nicht dran? Na gut.
wenn du meinst. So, hoch, hoch und dann hier dran. Da befindet sich bestimmt was total Nützliches dran. Upsi! Mhm. Den alten Fan abgebaut, den neuen Fan angebaut, alles klar. Und den Schalter einfach reingedrückt, das reicht. Fump. So. Ah, track down the secret of room 18. I'm afraid of what might we find that room, considering the terrible noise we heard. Ja, gehen wir mal rein. Nach dir. Er macht es nicht. Okay. Ist hier noch irgendwas Bewegliches? Nee, sieht nicht so aus, ne? Na gut. Hui! Ach, das ist ja der Raum. Nothing. Somehow the room is clear. No trace of Uncle Sam. Though I've seen enough to assume that this place is haunted. Do you agree? Nein. Nein. Die haben hier nur ein Abluftproblem. Let's search around and find what is so special about this room. There must be a reason why that black mist doesn't want us here. Here, it might be useful. Weißt du, er will uns hier haben. Hm? Genau, er hat uns überhaupt erst auf diesen Raum aufmerksam gemacht, weil wenn der hier nicht dieses Chaos veranstaltet hätte, dann wären wir hier gar nicht hergekommen. Okay, was hast du denn da für mich? Leonard Senier. Okay, aber das nehmen wir erstmal mit. Morphing-Objekt. Ja, die wichtigen Sachen zuerst, ne? So, hier, ach guck mal, was haben wir denn da? Da brauchen wir aber drei Ringe. The safe has a dial-locking mechanism. Hier ist nichts. Bewegt sich hier was? Nein, da bewegt sich auch nichts. Da drin sehe ich jetzt auch nicht so direkt was. Nee, scheint nicht so. Okay, weiter. Das liegt hier einfach so rum. Oh, da müssen wir ja ran. I don't see either way. Breaking the glass could be dangerous. There must be another way. Okay, und daher der Kreis schon vorgegeben ist, wir brauchen einen Diamanten oder einen Diamantring oder so. Das auf jeden Fall nicht. So, und hier. Ah, guck einer an. Hey, was hast du gefunden? Danke, dass ich mich hier mit allem beschäftige, während du in den Büchern liest. Hm, reizend. Da haben wir einen Beweg mich. Nein, natürlich nicht. So, da stehen die guten Sachen drin. Okay, ich schaue nach wie vor, ob es hier irgendetwas gibt, irgendein Sammelobjekt, aber dem scheint nicht so zu sein. Ja, ach hier, das Senier, genau. So, oh, nochmal wimmeln, herrlich. Apple, Knife, Bell, oh, warte mal, drei Flowers und drei Napkins. Napkin, 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 Flower, ja, Flower, Flower, Bell, Ladle, Apple und Knife. Irgendwas ist hier noch. I need something to open it. Ah, Can Opener. Bell, Knife. Da ist ein Can Opener. Was? Nicht der Can Opener? Doch, der Can Opener. Yep. Cheesecake soll es hier auch geben. Mm, lecker. Kiwi, Apple, Ladle, oder was denn noch? Ladle nochmal. Ah, ich erinnere mich, das hatten wir schon mal. Das da. Sieb. Cheesecake, Rubber Glove. Duck und Toothbrush. Mhm. Duck, Toothbrush, Rubber Gloves. So, Cheesecake. Der ist schon so vergammelt, der ist schon cheesy, du. Aber der Kaffee, der Cappuccino sieht frisch aus, ne? Verrückt. A cake should be on a serving plate. So. Easy. Yay, great work. You got a knife. All of this. Okay, lass uns mal gucken, was wir hier noch... Da können wir gar nichts mehr machen. Was wir hier noch so... Da können wir gar nicht... Hm. Ach hier, warte mal. Kann ich damit... Ich kann mal improvisieren. Wer hätte es gedacht? Und das nehmen wir auch mit 1 von 3. Jupp. Glaskötter. Halt, Moment. Ja. So. Na, guck. So geht das nämlich 2 von 3. So, und jetzt Glaskötter. So, hier so.
Yes. Gotcha. Und hast du was rausgekriegt bei deinen Studien hier? Okay. So, Info. Rotate the rings so that the rods reach the center. Alle oder? Hä? Alle oder? Okay, alle. Dann sollte das easy peasy sein. So. JW. Den Ring haben wir schon bekommen. Moment. Na, komm schon. So. That wasn't easy. Finally, all the papers are signed. This gorgeous manor is mine now. I knew the building wasn't in good condition. The interior is going to need loads of time and money to invest in, to make it look decent. Hat nicht so gut funktioniert. Suite 18. It could be a nice name for a new hotel. According to the papers, the manor was first built in the 19th century. This could be a good tribute. Suite 18 exceeds all my expectations. All rooms are booked 3 months ahead. What a success! The guests have left again. This time they spent only one night in the room before leaving. Was? Urgently this morning. They all claim that they heard terrible noises and stomping at night. Have to figure out what is happening. I found in my research Mr. Maxwell used to own this building before he perished in a tragic accident in this very mansion. Several pages of his diary I managed to find gave more questions than answers. I'll have to dig deeper. And here's a purchase agreement between Andrew Smith, Julian Walker, the buyer, Subject Manor. Ah, guck mal, da hatte es schon den Namen 18th Century Mansion. Ich denke, das hat er überhaupt erst, diesen Namen hat das Hotel erst bekommen, nachdem er es aufgebaut hat. On Furniture Interior. Ghost. Und der Ghost ist auch mit dem Preis inbegriffen. Maintenance Crew Ghost of Seven. Was? Can you believe that? The last owner bought this hotel and didn't even know that it came with all these ghosts. This explains a lot. Something tells me that Uncle Samuel isn't here, as I've seen no sign of him. And we are the only people alive in this place. We better get out of here and warn all our relatives who might have received the invitation. No one leaves room 18 alive. Oh. Da ist sie also mit der Wumme. Hey, over here! War das eine gute Idee? Ich glaube nicht. What was that? I heard a shot. I hope James is alive. I must find a way to reach him. Ja. Was? Look through the owner's abandoned car. Aber wer? Bleh. Okay. Wow, what kind of force does this? Aber was war das denn? Was hat sie damit zu tun? Und warum ist sie so hinter uns her? Okay, in seiner Laboratory, the trunk. Okay. Okay. Ah, a siphon of gas. Abziehen oder einfüllen? Wie hättest du es gern? Oh, Moment, wir müssen erstmal gucken nach einem. Beweg dich nicht. Ja, so nämlich. Und eine Statue, das ist eine Statue, aber scheinbar keine, die wir mitnehmen sollen. Hier, oh nee, aber das nehme ich gerne mit. Some decorative discs are missing. Decorative. Okay, dich nehmen wir mit. Ja, picture pieces. Oh, warte mal, komme ich da mit der Hake? Da, nee, leider nicht. Hier muss ich auch noch ran, aber hier kann ich haken. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Decorative. Elements, aber wieso komme ich da hinten nicht ran? Okay, nein, nada. Gut, was haben wir hier? Oh Mensch, das ist ja mal. Water is everywhere. I can't how. Was? Those before doing anything else. Okay. Daran rumfummeln ist nicht, ne? Das reicht auch nicht. Das reicht aber. Genau vorne an der Spitze. Boah, voll fies, ey. So. Und dann kann ich das nehmen. Die kann ich leider nicht wieder mitnehmen. I have to trim these bushes. Warum? Und hier können wir was diggen.
Okay. Hier kommen wir auch noch ran. I need something long enough to reach the latch and open this door. Tja, ich fürchte, was Langes habe ich gerade nicht am Start. Also, na gut. So, damit komme ich nirgends dran. Da habe ich erst 2 von 3. Hier. Ja, nichts irgendwie, ne? Nee, ich kann da rumpieken, wie ich möchte, aber das wird nicht funktionieren. Okay, so, also nichts. Da oben ist das für uns, das ist nicht für uns. So, und hier ein Key. Oh, warte mal, kann ich damit drin rumpieken? Oh, das geht. Interessant. Die nehme ich mit. Warum nehme ich die mit? Almost everything I find in this hotel reminds of all chic. Chic. Chiki. Da ist ja das dritte Teil. Und den nehmen wir auch noch mit. 2 von 4. Und hier kommt noch ein Blömmekens rein. Haben wir aber gerade nicht am Start. Dann machen wir das hier doch mal. So. Was? Rotate the dials with the inspect images to complete the pattern of the door. Tap to dial and rotate it. Mann, das ist ja schwierig. So. Terrific Tempo. Ja, wo bist du? Da oben. So, 5 Minuten. Okay, ja, gut. Hier. Da, ich gehe da nicht mehr rein, ne? Also diese hier, die Achievements, das finde ich schon ganz interessant, aber jetzt die anderen. Nö. So, das nehme ich mit. Wie kommen die Mücken denn hierher? Und wie hat diese Zitrone hier so lange überlebt? Moskitospray und bla bla bla. Those that look big and aggressive, I better neutralize them. Okay. Hier haben wir auch noch was. Cool. Hier brauchen wir noch ein zweites Dingelchen, bevor das funktioniert. Hier können wir... Was können wir denn hier machen? Nichts weiter. Okay. Ist hier eigentlich ein Veränder mich drin? Habe ich noch gar nicht nachgesehen, ne? Wie nachlässig. Das ist es nicht. Das ist es. Morphing Object. Und, ah nee, das war nix. Oh, warte mal. Dahin. Ach, da kommen wir auch nicht dran. Und da ist auch noch was drin. Something is stuck between planks. Hier, nee, ich habe gerade nichts. Nee, schade. Okay, aber hier habe ich doch was. Guck mal. Dich und dich nicht. Na gut, dich nicht. Okay. Wer hat denn das warte mal. Wer hat denn das Feuer hier angemacht und angelassen? Nothing in the kills right now. Oh. Nichts für uns. Okay, und hier. Aha. Ein kaputter Kilt. Was? Setz ihn wieder zusammen. Rebuild the pot. Drop and drag. Ja. Drag and drop each piece. Na gut. So. Und so. Und so. Und so. Aber den muss ich da auch noch irgendwie. Ja, genau. I need some clay. Das wäre ganz hilfreich, ne? In der Tat. Haben wir hier denn noch mehr? Guck mal, irgendjemand kümmert sich doch um diese Pflanze. Kann man doch keiner erzählen. Und hier unten komme ich nicht dran. Und wer ist sie? Ich denke, sie war ein Ghost. Ist ein Ghost. Wie kann sie dann auf einmal so real sein und eine Knarre halten? Eine Shotgun, eine, was weiß ich. Oh, Moment, halt zurück. So, komme ich hier da dran? Nein, es geht immer noch nicht. Okay. Kann ich hier drin rumdiggen? Auch nicht. Und das kann ich auch nicht machen. Kann ich hier drin rumfummeln? Immerhin das funktioniert. Okay. Rats. The seed won't open my ankle wrench. Oh, warte mal. Das können wir machen. Sehr gut. Yes. Da war ein... Warte mal, da war ein Paper-File. Das würde ich gerne lesen. War vielleicht wichtig. According to the latest recordings I found in the depths of the hotel... Our Uncle Samuel and Leonard Maxwell were best friends. Okay, Samuel? Was soll ich tun? Leonard und Maxwell? Was? Was? Ich bin nicht ganz sicher, was ich machen soll. Okay. Caroline?
Die Samuel. Und jetzt Caroline. So, und da ist sie, ne? Leonard owned the hotel. He fell in love with a girl who worked there named Caroline. She didn't reject him, but she didn't feel the same way toward him either. Hm. Okay, so die Rose hier irgendwo rein. Was wird jetzt da oben? Nee. Nee. Irgendwelche bunten Sachen. Du vielleicht da drauf. Okay. Und jetzt das um den Hals. Oh, spooky. As time passed, Leonard's affection for Caroline turned into an obsession, and Caroline became scared of him. Ach du liebe Zeit. Ja, definitiv. So, das Blumenarrangement dahin. Vielleicht die Blumen gießen? Nee, in ihre Hand. Und, ach, er möchte ihr was schenken. Voll der Stalker. When she discovered that Leonard was stalking her everywhere she went, she asked her close friend Samuel for help. Hm, natürlich. Das Taschentuch in ihrer Hand. Du. Nee. Anziehen, okay. Und die 13. Da. Ah, die Room Number 13. Daher kommt das. Okay. Figurine. The writer. Okay, great work. Thank you. Get back to the hotel backyard. Das machen wir auch, aber das machen wir erst gleich. Gebt mir einen kleinen Augenblick. Ich bin gleich wieder bei euch. Macht's gut. Tschüss.